Hey, Sorte Leon hier. Ich melde mich etwas unangekündigt mit einem Video für euch. Der Hintergrund ist, dass Battlestate heute den Patch 0.14.6 veröffentlicht hat. Und in den Patch Notes stehen, die sich sehr gut lesen für eigentlich einen kleinen Patch, der aber doch sehr umfangreiche Änderungen mit sich bringt, versteckt sich zusätzlich die Ankündigung für eine neue Verkaufsedition von Escape from Tarkov und die wird Hauptthema dieses Videos sein. Ich habe die Patchnotes hier schon offen, wir gehen hier schnell durch. Sie sind über die News zu finden und nachdem hier vorne die Edition neue Edition besprochen wird, auf die kommen wir gleich zurück. Schauen wir uns hier schnell die Patchnotes an. Wir bekommen den späten Frühling. Na, wir sind also jetzt gerade vom Winter in den letzten Wochen in den frühen Frühling geraten auf in Escape from Tarkov. Jetzt ändert sich die Welt wieder ein bisschen. Das wird also alles ein bisschen grüner werden, was soweit sehr angenehm ist. Und die eigentlich wichtigen Änderungen jetzt für gerade das PvP. Der Grundwert für Inertia wurde reduziert. Das heißt, unsere Bewegungen sind weniger schwammig. Der Aim-Punch-Effekt, ne? Wann immer ihr getroffen werdet, das wird geringer, dass ihr zurückgeworfen werdet. Der Blur-Effekt, dass das Bild verschwimmt, wenn ihr getroffen werdet oder ihr Schaden genommen habt, wird reduziert. Auch das sorgt dafür, dass ihr im Fight mehr Kontrolle habt und euren Gegner besser seht, mit dem ihr euch bekämpft. Und dazu eben das Wackeln der Kamera wird reduziert. Alles Sachen, die ich sehr gut finde, die, denke ich mal, das PvP-Gefühl weiterhin verbessern. Und es gibt die nächste Überarbeitung der Hitboxen. Auch hier sind einige interessante Sachen dabei. Hier will ich jetzt nicht besonders drauf eingehen. Ich werde euch die Patchnotes auch in deutscher Sprache, so wie sie im Forum stehen, verlinken in den Videonotizen, dass ihr das durchlesen kannst. Hier sind einige Änderungen dabei, wie die Hitboxen funktionieren und gerade auch wie die Rüstungsdurchdringung funktioniert. Hier gibt es durchaus deutliche Änderungen. Ich gehe davon aus, das wird ein paar Tage dauern, bis das die Community durchdrungen hat, wie das alles neuerdings funktioniert und da auch separate Videos rausbringen wird, die das dann auch erklären. Deswegen gehe ich jetzt hier nicht im Detail drauf ein. Aber so wie es hier steht, kann ich euch sagen, es klingt eigentlich sehr gut. Ich freue mich eigentlich darauf. Worüber wir reden wollen oder reden müssen, ist das, was hier vorne steht, nämlich die Unheard Edition, die mittlerweile hier auch auf der Webseite zum Verkauf da ist. Die Webseite war heute früh im Maintenance-Modus. Mittlerweile ist sie zu sehen und ihr seht es hier. Wir haben die vorhergehende Prepare to Escape Edition mit 115 Euro. Die ist teurer geworden, als Edge of Darkness verschwunden ist. Die Edge of Darkness Edition war damals in dem Bereich von 115 Euro gelegen und mit Steuern und Kreditkartenzahlungsgebühren lag man damals schon bei 150 Euro ungefähr, was man effektiv ausgegeben hat, wenn man aus Deutschland gekauft hat. Jetzt kostet die neue Version 250 Euro. Wir gehen erstmal einfach nur durch die Punkte durch, die hier drin stehen, die in dieser Edition drin sind. Und wir reden dann drüber, wo ich die Probleme sehe. Als erstes, es gibt einen neuen Spielmodus, einen PvE-Koop-Modus mit persistenter Progression. Das heißt, effektiv bekommt ihr die Möglichkeit, mit einem separaten Charakter Escape from Tarkov als Singleplayer-Spiel zu erleben, nur im PvE zu spielen. Also ihr habt kein PvP gegen andere Spieler. Ihr könnt euch sogar noch Freunde mit dazu holen, deswegen der Koop-Modus. Ihr könnt alle Quests von Escape from Tarkov hier spielen. Sprich, ihr habt eine Singleplayer-Erfahrung mit diesem Modus von Level 1 bis Level 42 oder bis Level 60, soweit ihr wollt, inklusive Freispielen des Kappa-Containers und allem, was dazu gehört, ausschließlich im Singleplayer-Modus. Das entspricht mehr oder weniger oder ist sogar noch mehr als das, was die inoffizielle Singleplayer-Tarkov-Mod für Escape from Tarkov versprochen hat, die es seit einigen Jahren gibt. Und von der Battlestate bis zum heutigen Zeitpunkt gesagt hat, dass die gegen die Terms of Services verstößt und dass das Entwicklerteam
gegen einen solchen Spielmodus ist und den nicht einführen würde. Das letzte Mal war das, glaube ich, 2022. Ich habe von den entsprechenden Tweet gesehen mit einem Screenshot aus dem Forum, wo sie das letzte Mal gesagt haben, dass sie sowas nicht entwickeln werden. Das haben wir jetzt da. Natürlich eine entsprechend große Stash-Größe, wobei ich auch hier davon ausgehe, dass ihr das, diesen Stash auch noch weiter über die Stash-Erweiterung zusätzlich erweitern könnt. Es gibt einige Skills, die Gott sei Dank nicht unmittelbar das Spielgefühl in den Raids betreffen, die ab Level 3 starten. Ihr habt also, ne, ihr startet mit diesen Skills nicht bei Level 1, sondern habt schon einen deutlichen Bonus, dass ihr bei Stufe 3 startet. Zumal das Skills sind, die wirklich zum Teil sehr langsam leveln. Expanded PMC Pockets, was auch immer das heißt, das müssen wir noch klären. Hier gibt es zwei Varianten. Entweder es gibt wirklich mehr Taschen als die vier bisher, oder es gibt andere Möglichkeiten der Anordnung, dass es entweder zwei oder doppelte Slots wären, dass man auch ein Zwei-Slot-Item reinpacken kann, oder es betrifft nur die zusätzlichen Slots, wo bisher die Marker, der Rangefinder und der Kompass reingesteckt werden können. Kann auch sein, dass das einfach nur gemeint ist, dass es hier einen weiteren Slot gibt, denn es wird neben klar zusätzlichem Equipment und einer Unique Game-ID, was auch immer das heißt, ein zusätzliches Item geben, was man für den Charakter ausrüsten kann und was dann entsprechende Effekte mit sich bringt. Da gehen wir gleich drauf ein. Das Mark of the Unheard Item. Und das muss ja irgendwo platziert werden an eurem Charakter, denn so wie es aussieht, verliert man das nicht. So, dazu gibt es eine besondere Melee-Waffe, ein besonderes Ingame-Armband. Die Zeit, die ihr habt, wenn Versicherungen wieder zu euch zurückkommen, versicherte Items, bis zu dem Moment, wo sie verschwinden, wo quasi die Out-of-Time-Meldung kommt. Diese Zeit wird in dieser Edition erhöht. Das ist ein deutliches Quality-of-Life-Feature, gerade für Spieler, die nicht täglich spielen, die also nicht einfach nur jeden Tag den Rechner anmachen, Tag aufstarten und ihre Versicherung anschauen, sondern wenn man eben nur am Wochenende spielt oder zwei, dreimal die Woche, na, dann passiert es immer wieder mal, dass eben dieser Zeitraum zu groß ist zwischen den Spielsessions und dass, obwohl man die Sachen versichert hat, die Items dann weg sind. Obwohl sie wiedergekommen sind, weil man sie nicht rechtzeitig abgeholt hat. Genau diese Zeit wird ihr erhöht. Das ist ebenfalls hier mit drin. Es gibt zusätzliche Slots für den Flohmarkt. Auch das ist ein deutlicher Vorteil für jeden, der diese Edition hat. Denn gerade zum Beginn eines Vibes, insbesondere wenn man das Spiel viel spielt, bringt genau das einen großen Vorteil. Denn sobald man ein bisschen über im eigenen Charaktervorschritt vor der Masse der Spieler ist, steht, hat man die Möglichkeit, sehr leicht viel Geld, gerade in dem frühen Stadium nach einem Vibe, über den Flohmarkt zu verdienen, weil man diesen Spielern quasi die notwendigen Quest-Items oder die Items für den Hideout-Ausbau verkaufen kann. Und das wird umso leichter, umso bequemer, desto mehr Slots man im Flohmarkt hat. Und deswegen ist das wirklich ein deutlicher, nennenswerter Vorteil. So, das nächste Problem, und das ist eine Kombination von Sachen, die hier anstrengen, ein erweitertes Standing bei Fans, sprich eine höhere Reputation zu Beginn. Wir haben auch bei den anderen Händlern, bei der Edge of Darkness Edition das so gehabt, dass man die Startreputation bei den Händlern erhöht hatte. Das hat aber nicht keine unmittelbaren Auswirkungen, weil trotzdem alle Händler auf Level 1 gestiegen sind. Das hat Auswirkungen in dem Bereich, wann man beispielsweise das nächste Händlerlevel, Stufe 2, 3, 4 erreicht, weil man eben, wenn man gestartet ist, beispielsweise bei Prepper schon mit einem Standing von 0,2 gestartet ist und dann quasi weniger Quests benötigt hat, um die notwendigen Reputationsbonis zu bekommen, um dann im Händlerlevel aufzusteigen. Das ist aber etwas, was sich gegenüber jemandem, der diese Edition nicht hat, auswirkt in der Form, dass man, je nachdem welchen Händler man betrifft, im Mittel 1 bis 2 Quests mehr erfüllen muss, bevor man diese Stufe erreicht. Und es hat effektiv im Spiel noch sehr viel weniger Auswertung, weil sich diese Unterschiede, wann
wann jeder Spieler quasi diese Grenze überspringt zum nächsten Händlerlevel, das sehr unterschiedlich ist und damit kaum ins Gewicht fällt. Es gibt ein zusätzliches Main-Menü, einen zusätzlichen Hintergrund im Main-Menü, auch das etwas völlig neu, nur in dieser Edition. Und alle Käufer dieser Edition haben Zugriff auf die EDR-Server. Auch hier Fragezeichen, warum Battlestate das macht, keine Ahnung. Gerade die EDR-Server standen in der Vergangenheit unter einem strengen NDA, das heißt, darüber durfte man nicht reden und das war ein kleiner Kreis, der hier eingeladen war. Man musste sich darum bewerben, aktiv, um da Zugriff zu haben. Jetzt kann man sich da einfach einkaufen, wie man in Zukunft, wie Battlestate zukünftig quasi die ETS-Server da oder diese NDE aufrechterhalten will, keine Ahnung. Wenn sie das nicht machen, wie sie die ETS-Server zusätzlich in Zukunft nutzen wollen, auch hier einige Fragen. So, jetzt aber nochmal zu dem Markt of the Unheard Item. Wenn wir jetzt hier in die Verkaufswebsite schauen und nach unten scrollen, können wir hier aufklappen, die zusätzliche Ausrüstung im Lager. Das ist eine ganze Menge und wenn man hier das sieht, es ist der Gamma-Container wie der Edge of Darkness Edition, der dazu ist. Zusätzlich gibt es zum Start, zum Vibe, einen Waffenkoffer, eine Lucky Scav-Sammelbox, eine Munitionskiste. Das sind eigentlich alles Meilensteine, die man als Fortschritte im Spiel sich erarbeitet, wo viele Spieler, gerade beispielsweise schon die Lucky Scav-Box, ist grundlegend für jeden mittlerweile, der Tarkov spielt. Und das dauert einige Tage, einige Spielstunden bis Tage, bis man sich diesen ersten Fortschritt erarbeitet hat. Und der ist normalerweise wirklich ein erster Meilenstein, weil bei vielen eben der Stash da bis dahin richtig voll ist. Und die Scav-Box bringt dann eine deutliche Entspannung. Das alles kauft man sich hier einfach gegen Geld, diesen Fortschritt ein. Man nimmt hier effektiv Spielfortschritt, den man erkaufen kann. Auch wenn es jetzt nicht kein in dem Sinne Pay-to-Win ist, dass man sagt, ne, man macht mehr Kills in den Raids, das ist es nicht. Aber zumindest halte ich das für bedenklich. So, das ist für Scavs und Bears die Ausrüstung hier aufgelistet. So, hier kommen dann diese fünf Skills, die es betrifft, die schon auf Stufe 3 stehen. Sorgfältigkeit, Versteckverwaltung. Da steckt normalerweise viel Arbeit drin, um das dahin zu bekommen. Hat aber keine Auswirkungen jetzt auf eure Raids konkret. Aber Repetiergewehre und Pistolen, das beeinflusst auf alle Fälle das Verhalten. Wenn auch nicht viel, aber es beeinflusst es. Beispielsweise in der Zeit, die ihr braucht, um ins EDS zu gehen, mit beispielsweise Repetiergewehren. Und das ist halt ein permanenter Bonus, der jetzt da ist, der in dieser Form keine andere Edition hat. So, der Zugriff auf den Trainingsmodus, wie Edge of Darkness Edition, ein einzigartiges Ingame-Armband. So, und jetzt kommt es hier, Item of the Unheard oder Sign of the Unheard. Das ist dieses besondere Item, das es geht. Der Gegenstand kann in einem speziellen Slot ausgerüstet werden. Der Gegenstand ermöglicht einen 50%igen Rabatt auf Geldtransaktionen im Raid. In erster Linie sind das die Car Extracts. Da müsst ihr nämlich Geld bezahlen. Und da geht es weniger darum, dass euch das jetzt weniger kostet. Das war auch jetzt nicht teuer. Das waren um die 6.000 Rubel pro Extract. Die hat man relativ, das ist nicht viel Geld. Das Entscheidende ist, hier wird über diese Edition aktiv genau dieser Weg gefördert. Der Extract über das Auto auf den Maps. Und ihr erinnert euch, es gibt zusätzlich eine erhöhte Reputation bei Fans mit dieser Edition verbunden. Und zwar exklusiv. Und jetzt kommt's. Bei Level 6, wenn ihr Level 6 erreicht, bei Fans, mit Level 6 oder mehr Fans ansehen, schießen Scavs nicht mehr sofort bei einer Entfernung von mehr als 60 Metern auf euch. Das ist eine Mechanik, die nichts anderes heißt, als wenn ihr Fans auf Level 6 gelevelt habt, ihr beispielsweise euch auf Customs deutlich ungehinderter über die Map bewegen könnt, denn
Die bis zu 4 Sniper-Scavs, die auf Customs sind, werden in der Regel nicht mehr auf euch schießen. Das heißt einerseits, in einem theoretischen Fall eure Survivability geht nach oben. Viel entscheidender fürs PvP ist aber, eure Anwesenheit auf der Karte in einer bestimmten Region wird von den Sniper-Scavs nicht mehr mit Beschuss beantwortet. Sprich, ihr habt viel bessere Möglichkeiten, euch vor anderen Spielern auf der Karte zu verstecken, weil die Sniper-Scavs beispielsweise nicht mehr auf euch schießen werden. Und das ist ein konkreter Pay-to-Win-Vorteil aus meiner Sicht. Mindestens das hier, der so in einem Spiel wie Escape from Tarkov und Pay-to-Win hat eigentlich nirgendwo in Spielen was zu suchen, ist meiner Meinung. Und damit schon gar nicht hier in so einem Spiel, wo es um so viel, wo Verlust von Ausrüstung so viel bedeutet, dass es hier völliges Unverständnis für mich herrscht, warum es das im Spiel geben sollte. Plus, es geht noch weiter. Verfügbar in zukünftigen Updates. Diese Edition wird also noch erweitert. Es wird ein weiteres Item geben, das Notfallsignalgerät und was auch immer sich die Entwickler dabei gedacht haben. Wenn der Gegenstand aktiviert wird, erzeugt er einen hellen Blitz und ein lautes Tonsignal. Soweit ist das kein Drama, aber sobald diese Funktion aktiviert ist, erhalten alle Spieler auf der Freundesliste eine Benachrichtigung, dass sie in deinen Raid beitreten können, um dich zu unterstützen. Was für ein verdammter Blödsinn ist das? Lasst euch das auf der Zunge zergehen, was das heißt. Ihr seid in einem Raid, in einem Dreimann-Team. Ihr kämpft gegen einen anderen Spieler. Und dieser Spieler hat die Möglichkeit, zukünftig seine Freunde um Hilfe zu rufen, und solange er die nächsten 5 Minuten überlebt und euch aus dem Weg gehen kann, kann es sein, ihr fightet in 5 Minuten später nicht mehr gegen einen einzelnen Spieler, sondern gegen ein komplettes 5-Mann-Team. Was für ein Unfug ist das? Ich kann es nicht anders sagen, ich habe dazu auch keine andere Meinung mehr. Wir werden sehen. Ich bin gespannt, was andere dazu sagen. Mir fällt dazu nicht mehr ein, als dass ich das für absoluten Blödsinn halte. So, soweit zu den Features dieser Edition an sich. Kommen wir jetzt zu den Punkten, die ich wirklich massiv kritisch sehe. Und das ist für mich der Vertrauensverlust, den Battlestate hier zeigt, hinsichtlich der Edge of Darkness Edition. Diese Edition kam raus 2016. Und wurde seither als eine besondere Edition vermarktet, die dazu galt, sie war besonders teuer, die im Sinne von Early Access dafür galt, dass besonders enthusiastische Fans des Spiels mit mehr Geld das Spiel oder die Entwicklung des Spiels unterstützen konnten und sollten. Und als Dankeschön haben diese Spieler das Versprechen erhalten, dass sie eben nicht nur das Spiel mit den größten Bonis entsprechend dieser Stufen, die wir bei den verschiedenen Editionen haben, erhalten, sondern zusätzlich das Versprechen, dass auch alle zukünftigen DLCs sie erhalten und in der Edition mit drin sind. So, nun war klar, dass diese Edition, das hat Battlestate auch von Anfang an gesagt, diese Edition wird es nicht ewig zu kaufen geben. Sie wird definitiv vor Release des Spiels eingestellt werden und das hat Battlestate letztes Jahr gemacht. Seit letztem Sommer lief auf der Webseite Encounter. Auch das hat Battlestate nochmal aktiv vermarktet, dass diese Edition, die das Spiel, was jetzt da ist und alles, was zukünftig kommen sollte in DLCs, in dieser Edition quasi jedem kostenfrei zur Verfügung steht zum Spielen, dass diese Edition auslaufen wird und sie haben sie Ende des Jahres auslaufen lassen. So weit, so gut. Vor Weihnachten letztes Jahr ist Tarkov Arena released. Das sollte ursprünglich ein Spielmod innerhalb von Tarkov Escape from Tarkov werden. Der Spielmod wurde immer größer in der Konzeption. Battlestate hat daraus ein eigenes Spiel gemacht. Verkauft ist separat und hat an der Stelle sein Versprechen eingehalten.
Alle Edge of Darkness Besitzer haben Tag of Arena kostenfrei erhalten. Jetzt sind 4 Monate vergangen, seit die Edition eingestellt wurde. 4 Monate. Und Battlestate verkauft mit der Unheard Edition hier eine Edition zu einem vielfach höheren Preis. 250 Euro sind nichts weiter als mindestens 5, sind nichts weiter als 5 Vollpreisspiele. Eine zu dieser Edition einen neuen Spielmodi, der vorher nie angekündigt war, von dem Battlestate gesagt hat, dass sie ihn nie entwickeln werden. Die entsprechende Singleplayer Tarkov Mod ist inoffiziell und hat Battlestate mehrfach gesagt, widerspricht den eigenen Terms of Services. Jetzt haben sie hier eine Singleplayer-Variante eingefügt, die noch deutlich mehr kann. Sie verlangen dafür extra Geld. Das ist nichts anderes als ein DLC. Und sie stellen es eben nicht den Edge of Darkness Besitzern zur Verfügung, kostenfrei, sondern auch als Besitzer einer Edge of Darkness Edition zahlt ihr 95 Euro Upgrade-Gebühren, um zu dieser Edition zu wechseln. Die Frage, ja, sorry. Das heißt, wir haben hier wirklich einen eklatanten Bruch der Versprechen, die Battlestate seit 7 Jahren gemacht hat. Der zweite Punkt, weswegen ich das anspreche, ist, Besitzer des Spiels, die das Spiel schon sehr lange unterstützen, gerade die Early Supporter, die mit der Alpha schon Tarkov gefördert haben. Und eben, ich rede wirklich von dem Fördern, die also viel Geld in das Spiel damals zu einem Zeitpunkt investiert waren, haben, wo völlig unklar war, gerade bei Early Access Spielen, ob dieses Spiel jemals fertiggestellt werden würde. Die haben seinerzeit, oder vor einigen Jahren, ist jetzt, glaube ich, so 3-4 Jahre her, zwei, drei Jahre, ein Alpha-Armband bekommen. Im Spiel, als Ingame-Item. Damit kann man nichts anfangen, man macht es sich um. Wer mich kennt, wer meine Streams verfolgt, ich habe das eigentlich regelmäßig auf meinem Charakter drauf, weil ich bin wirklich stolz darauf, Tarkov seit Anfang an zu spielen. Nur aus dem Bauchgefühl heraus. Es fühlt sich im Nachgang wie ein Hohn an. Wenn man sieht, dass Spieler, die einerseits die Edge of Darkness Edition gekauft haben und andererseits diese Edge of Darkness Edition sehr zeitig gekauft haben und damit auch sehr zeitig, zu einem Zeitpunkt, wo Tarkov noch lange nicht die Größe hat, wie sie es heute haben, dieses Spiel unterstützt haben und gesagt, ey, wir wollen, dass ihr Erfolg habt. Und wir kriegen dafür ein Armband. Das ist völlig okay. Aber vor dem Hintergrund, dass jetzt hier der Community eine Edition für 250 Euro plus Mehrwertsteuer plus Kreditkartengebühren. Hier wird man wahrscheinlich um die 300 Euro bezahlen, wenn man es aus Deutschland kauft. Bekommt man nicht nur ein exklusives Armband, man bekommt auch zusätzlich noch Zugang zum ETS-Server, den kein normaler Mensch ansonsten hat. Man bekommt einen zusätzlichen Bildschirmhintergrund, der sonst niemand hat. Man kriegt weitere Bequemlichkeitsfeatures, indem Versicherungen deutlich länger offensichtlich zum Abholen bereit liegen. Was auch was sehr, sehr Angenehmes ist. All das packt Battlestate hier in Edition, die sie für viel Geld, für extrem viel Geld raushauen. Vor dem Hintergrund fühlt sich das Alpha-Armband wie eine Verarsche an. Und das lasse ich auch so stehen. Und der dritte Punkt, und den hatte ich jetzt schon angesprochen, ist eben, dass mit diesen Änderungen oder mit diesen exklusiven Features, die hier drin sind, gerade was dieses spezielle Item, was den Umgang mit Fans angeht, was
die neue Mechanik angeht, dass Fans ab Level 6 nicht mehr auf einen schießt, was für jeden, der diese Edition hat und dieses Item ausrüsten kann, ab dem ersten Tag nach einem Wipe funktioniert. Selbst wenn dieses Item in das Spiel eingefügt wird, dass man sich's regulär erspielen kann irgendwann. Es weiß ja keiner, wie lange das dauert. Sicherlich nicht in den ersten Tagen zu kriegen sein. Das ist ein handfester PvP-Vorteil. Der ist nicht wegzurechnen und das ist klares Pay-to-Win. Und das hat in Escape from Tarkov nichts zu suchen. So, und das sind einfach drei Punkte, die mehr oder weniger aus dem Nichts gekommen sind mit diesem Patch, die ich überhaupt nicht erwartet habe. Wer sich erinnert, ich habe in meinem Arena-Video bin ich sehr kritisch mit den Kosten schon umgegangen, die allein Tarkov Arena kostet. Umgegangen. Ich halte davon nicht viel. Ich bin genauso kein Freund von den Kosten, von den Mikrotransaktionen, die eingeführt wurden in den Wochen danach, weil sie alles andere als Mikro sind, sondern auch dort immense Kosten auf Spieler zukommen, beziehungsweise Battlestate hier wirklich die Community ausquetscht. Für den Moment kann ich nur sagen, ich bin maßlos enttäuscht von dem, was Battlestate hier was sie hier tun. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum. Es ist für mich absolut nicht nachvollziehbar, warum diese unheimlich hohen Preise hier aufgerufen werden für diese Sachen. Genauso wie für mich nicht nachvollziehbar ist, warum diese Feature nicht einfach alle Bestandteile des Hauptspiels sind. Beziehungsweise nicht Bestandteil der Edge of Darkness Edition. Man fühlt sich komplett verarscht. Und es fühlt sich an, gerade aufgrund der Höhe der Preise. Wie gesagt, vergleicht diesen Preis mit Spielen wie Helldivers 2, wie Spiele wie DayZ. Schaut auf den Preis, den irgendwann Grayzone Warfare auf Steam haben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so eine Zahlen aufrufen werden. Battlestate steht mit dieser Preispolitik ziemlich alleine da auf dem Shootermarkt. Und ehrlich gesagt, es gibt eine heftige Diskussion auf Twitter, in Social-Media-Kanälen gerade jetzt in den letzten Stunden schon. Ich bin beileibe nicht der Einzige, der das so sieht. Ich bin trotzdem erstaunt, dass sich durchaus große Content-Creator in einer Art und Weise äußern, die sagen, was soll's, ich zahle alles Geld, ne? Denen ist das egal. Mit dem Argument, ich habe das Spiel, dass diese Spieler das Spiel tausende, abertausende Stunden gespielt haben und demzufolge das alles gerechtfertigt wäre, weil es auf den Preis pro Spielstunde gerechnet immer noch sehr günstig wäre. Darum geht es hier nie. Und das kann auch nicht der Sinn der Sache sein. So sehe ich das nun mal, geht man nicht mit der Community um, so geht man nicht mit Kunden um. Ja, das ist der Stand. Ich habe dazu keine abschließende Meinung. Ich wollte aber dazu wenigstens ein Video machen, weil es ist das Spiel, was ich seit langem spiele, was ich auch sicherlich weiterhin spielen werde. Aber ich habe die Stash-Erweiterung nicht gekauft. Ich habe keine Klamotten gekauft. Ich werde auch diese Edition nicht kaufen. Aber meine Sichtweise auf Battlestate ändert sich definitiv. Ich denke, das merkt man. Und das gerade nicht zum Guten. Ich hoffe irgendwie, sie kriegen die Kurve bis zum Release. Wir werden sehen, wie sich das Spiel in den nächsten Monaten entwickelt. Und damit macht's gut. Wir können gerne weiterhin darüber diskutieren. Ich hoffe, ich kann heute Abend live gehen auf Twitch. Und da ist durchaus Zeit, ein bisschen darüber zu schwatzen. Bis dahin. Haut rein.